Die putzen abends am LKW und es gibt Leute, die machen halt Mucke. Und ich gehöre zu den Leuten, die halt ein bisschen Mucke machen. Ich finde es einfach nur irre. Pete wirft gerne einen Blick auf die anderen Trucks. Er selber fährt ja gerne robuste Nutzfahrzeuge. Also so ein Trucker-Treffen muss man so sehen. Wir sitzen hier alle im gleichen Boot. Hier gibt es nur Unterschiede halt zwischen den LKWs. Und das, was ich mit meinen LKWs, die ich fahre, anstelle, das würde so ein Showtruck nie überleben. Dann wäre der Lack und die Felgen wären hin. So, das ist hier jetzt mal eben ein absoluter Sandkutscher. Das kann man sehen. So, jetzt ist eben der krasse Unterschied da. Die Dinger laufen noch Baustellen. Klar, man kloppt mal irgendwo gegen an und so weiter. So, wenn du hier den Heck siehst, da schleuderst du auch mal irgendwo eben dran. Das ist ganz normal. Aber ich finde es schon geil, wenn man so hier die Parade so sieht, alle hochpoliert bis zum geht nicht mehr und dann stellt einer seinen Betonbomber dahin. Geil, gibt's nix. So, jetzt gucke ich jetzt mal da oben hin, Held der Straße. Ja, lass mich raten, du bist ein Holzkutscher. Richtig. Langholz? Nur Langholz. Wie Kampfspuren. Kampfspuren sind unübersehbar am Fahrzeug. Ja, du musst deine Füße mal heben, wenn du einsteigst. Ich weiß nicht, wenn die Dinger nur größer werden, dann muss ich mal einen Termin beim Orthopäden machen. Sie fragen immer bei der Bewertung Fahrzeugeinsatz und dann schreibe ich schon immer nein, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Sie können es sich nicht vorstellen teilweise, was abgeht. Ich fahre einen Vierachser-Betonmischer. Du kannst das auch nicht vorstellen. Im Wald? Habe ich gefahren, das Ding? Ja. Da frag ich auch, wie ich habe im Mai heuer Schneeketten aufgelegt, ohne Schnee. Echt? Und bist du durchgekommen? Ja. Oder dann habe ich noch ein Seilwinde auf dem Auto, wenn es gar nicht mehr geht, ziehst du wieder Seilwinde nach vorne. Dafür sieht er noch gut aus. Wie alt ist das Auto jetzt? 5 Jahre. Ja, 5 Jahre, das ist top. 5 Jahre, jedes Jahr, ca. 3000 Betriebsstunden. Also 3000 Betriebsstunden, das ist schon eine ganze Ecke.